Leute, ich bin gerade und komme zurück zu einem neuen YouTube-Video. Sehr spontan, ich sehe aus wie Müll, ich fühle mich wie Müll. Aber ich habe Bock, das zu machen. Ich habe gestern noch darüber gesprochen im Vlog. Also falls ihr meinen letzten Vlog nicht geguckt habt, dann könnt ihr ihn hier einmal gerne angucken. Und zwar habe ich Bock, öfters mal so ein bisschen so Food-Content zu machen. Aber ich hasse es, hier in der Küche aufzunehmen. Ich glaube, ihr könnt es irgendwie verstehen. Ich mag meine Küche nicht. Alles sieht irgendwie so bäh aus. Deswegen verschranze ich mich immer in Sherman's Küche. Ich habe mir letztens diese Mini-Lemon-Muffins geholt. Ja, ich habe mir hier so ein bisschen Platz gemacht. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was für ein Chaos das ist, wenn Sharon nicht dabei ist. Ich brauche ein Ei, Öl, Wasser. Ja, ich hole mir einmal die Zutaten zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Ding ist, ich dachte mir, so ein cozy Backvideo zu machen irgendwie und ein bisschen mit euch zu labern, statt halt eine Challenge daraus zu machen. Einfach erstens, ich brauche noch ein Video für nächste Woche, für mich nächste Woche. Ich habe noch nie so kleine Backförmchen gesehen. Okay, es sollen ja auch Mini-Muffins werden. Ja, es wird ein Chaos, ich sag's euch, weil ich habe keine Ahnung, wie man so backt. Ich brauche mal Sharon dafür. Wo ist Sharon? Das ist die Glasur. Gut, das ist das Konfetti und das ist die Backmischung. Also da steht einfach alles in die Schüssel gehen. Das kriege ich ja wohl noch hin. Ja, voll. Was sollte das jetzt? Dass ich das nicht so wirklich merke, wenn ich blind bin? Was soll ich jetzt sagen? Dass ich das nicht so wirklich merke, wenn ich blind bin? Was für ein Chaos das eigentlich ist, weil ich es ja nicht sehe. So, ich mache einfach nur und Sharon sagt, das ist okay. Oder Celine, du baust Scheiße. Wie jetzt zum Beispiel, weil ich nicht weiß, wie man Eier aufschlägt. Zum Beispiel. Aber ich muss den Ofen einmal ausräumen, damit ich ihn vorheizen kann. Ich weiß gar nicht, es war jetzt so spontan, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Deswegen rede ich jetzt einfach irgendeinen Müll. Also Speiseöl, da ist ja eigentlich egal, was reinkommt, oder? Meine Mutter bringt mich um. Wisst ihr noch, wo man kein Öl bekommen hat wegen der Pandemie? Ich habe das noch im Hinterkopf, wie meine Mutter gesagt hat, benutzt nicht so viel Öl. Da backen wir hier den Öl rein. Den Öl. Auch gut gedeutscht. Ja, nehme ich. So. Also ich habe ja letztes Mal diesen Red Velvet Cake gebacken mit euch. Diese zweite Blindbacken-Challenge. Und dann habe ich in einem Vlog gesagt, ich habe den nochmal so gemacht, weil der extrem lecker war. Ich habe ihn verkackt. Man konnte ihn essen, aber er war nicht ganz durch. Weil ich glaube, ich habe den Ofen falsch eingestellt. Zeig fertig. Das ging schneller als gedacht. Also wirklich. Ich nehme die Form hier. Wir haben eigentlich so Silikonförmchen irgendwo. Nevermind. Ich packe die hier rein. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon brauche, weil es ungefähr das Doppelte an der Größe ist. Wie diese Mini-Teile da. Früher als Kind, wenn ich gebacken habe, ich habe oft Marmorkuchen gebacken. Und wir haben den wirklich oft gemacht. Und dann weißt du, ich mache den jetzt einmal ohne Rezept. Dreimal dürft ihr raten, was ich vergessen habe. Währenddessen bringe ich das Teil weg. Ich habe vergessen, Backpulver reinzumachen. Ihr könnt euch vorstellen, wie der aussah. Das wird jetzt ein Chaos. Ich sehe es. Bisher habe ich mich gar nicht so dumm angestellt. Ich tausche das einmal, damit ihr seht, was ich hier mache. Das sollte man nicht vollfüllen, ne? Das war immer nur so zur Hälfte oder sowas, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja, genau das. Okay. Wenn jemand behauptet hätte, ich schmiere absichtlich bei Sharon alles voll, ich mache das blind bei mir zu Hause, blind sag ich schon. Ich mache das nicht blind bei mir zu Hause auch, weil ich dumm bin. Aber bei Sharon mache ich trotzdem mit Absicht. Ich bin jetzt klug, damit sowas da, ich weiß nicht, ob man das sieht, nicht nochmal passiert. Seht ihr? So dumm bin ich gar nicht. Weil bei mir ist es immer, ich sag dann im Nachhinein irgendwem Bescheid, so, hey, hier, ich habe das und das gemacht. Und ich habe das so und so gemacht. Und dann ist so zu wie, du hast das komplett falsch gemacht. Nicht so cool. Irgendwie TikTok-Rezepte funktionieren gut, wenn es irgendwas zum Kochen ist. Irgendwas zum Backen hat bei mir nie funktioniert. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich sowas lieber doch mit Sharon machen sollte oder
ob ich nicht hier wenigstens einen guten Job gemacht habe, keine Ahnung. Ich habe nämlich jetzt einen neuen Podcast angefangen. Ich glaube jetzt irgendwas, okay? Manchmal habe ich so voll Bock, selber Podcasts zu machen. Ich bin überhaupt kein Podcast-Mensch, aber seitdem ich den Podcast von den Stoneo-Triplets angefangen habe, bin ich irgendwie mal dort und mal hier und keine Ahnung. Und hör mal in verschiedenste Sachen rein. Manchmal bin ich so, es wäre lustig, wenn wir einen Podcast machen würden. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht so wirklich viel zu erzählen, was Sinn macht. Also was Leute auch interessiert. Ich habe voll Bock, so Storytime-mäßig was zu erzählen. Weil bei mir ging einiges ab und ich habe einiges zu erzählen. Aber das ist so mäßig, wie wenn ich jemanden kennenlerne und muss ihnen irgendwas über mein Leben erzählen. Ich habe immer das Gefühl, das ist so depressing. Weil wenn ich irgendwas erzählen will, ist es immer irgendwas Traumatisches. So, und ich will halt nicht die Laune von jemandem verderben, weil ich irgendwas Depressing-mäßiges erzähle. Wobei ich ja aber auch gesagt habe, ja zum Beispiel hier auf YouTube, ich würde gerne mehr über meine Mental Health reden, einfach für Leute eventuell das bisschen besser nachvollziehen können, beziehungsweise sich dann nicht so allein fühlen und so. Habe ich aber immer noch nicht gemacht, weil ich mich einfach nicht... Ich weiß nicht, es ist so schwierig für mich darüber zu reden. Ich glaube, es ist dieses, ich will mich nicht verletzbar machen, weil ich irgendwas sage, beziehungsweise ich will mich nicht wieder anhören müssen. Ich möchte nur die Attention von irgendwem, weil ich will auf jeden Fall nicht irgendwie Mitleid bekommen oder sonst irgendwas. Ja, ich würde gerne lustige Storys erzählen, aber immer wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir nichts Lustiges ein. Meint ihr, das geht so? Ich glaube, das Ding ist mehr, dass ich im Moment in meiner depressing Phase bin. Real talk. Und ich einfach nichts habe, um irgendwie was zu machen. Geschweige die Kraft, irgendwas zu machen. Und deswegen dachte ich mir, Copy Mechanism. Ich mache jetzt ein Video, während ich Muffins backe. Wie macht man die Glasur? Eigentlich wird es nur zusammengemischt, oder wie? Ich glaube, das ist genau dieselbe Kacke wie Sharon und ihrem Puderzucker da, dieser Masse mit dem Plätzchen, die wir gemacht haben. Und da sollen jetzt 2 Esslöffel Wasser rein? Sicher, dass das reicht? Kannst du mir nicht sagen, dass das reicht. Aber ich mach noch ein bisschen Wasser rein. Oh mein Gott! Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel Wasser. Wie kriege ich das wieder dicker mit mehr Zucker, oder? Ich wollte nicht so viel Wasser reintun. Och, wisst ihr jetzt, was ich meinte? Wo ist Sharon? Sieht ein bisschen sass aus. 5 Minuten noch ungefähr. In der Zeit mache ich hier so ein bisschen sauber. Muss ich die abkühlen lassen? Nach dem Backen die Muffins auskühlen lassen. 3 dekorieren. Ist doch egal. Mein Gott. Vielleicht sollte ich vorher alles lesen. Ich bin dann am Wochenende wieder bei Sharon. Morgen bin ich auch bei Sharon. Deswegen, ich würde mit ihr einmal darüber reden, ob sie Bock darauf hätte. Ich hätte Bock, nochmal so eine Back-Challenge zu machen, aber nicht blindfolded. Weil ich glaube, wenn ich es blind mache, komme ich eigentlich recht gut damit zurecht, weil Sharon da ist. Wir haben es gerade gesehen. Aber vielleicht taub. Dass ich sehe zwar, was ich mache, aber ich habe keine Ahnung, was ich tue. Und Sharon muss mir irgendwie verständlich zeigen, was ich irgendwie machen muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass es taub vielleicht auch noch ganz lustig sein könnte, weil Sharon mich dann nur anschreien wird. Aber ich glaube, man hört ihre Verzweiflung auch raus, wenn ich sie nicht höre. Weil selbst wenn ich sie höre, aber nicht auf sie höre, ist sie auch verzweifelt. Ja, ich würde die Idee für mich morgen mal auf den Tisch bringen. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ich weiß, dass die Videos eher weniger geklickt werden an sich. Ich bin froh, dass sich überhaupt irgendwer die Scheiße anguckt. Also danke. Ja, ich versuche irgendwie so eine Mischung zu haben aus diesem Buch-Content und den anderen Content. Das war zwar jetzt komplett was anderes, als ich gedacht hätte, aber es macht mir wirklich Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die ganze Zeit auf dieser Schiene bleibe, aber gerade macht es wirklich Fun. Mein Timer, das heißt, ich hole mal ganz kurz die Muffins raus. So. Muss noch. Na dann nochmal rein damit. Ja, das hat gut funktioniert. Und ich habe mich zum Glück auch gar nicht verbrannt. Ich mache das jetzt einfach drüber und das ist mir egal. Ich glaube, dass jetzt der Esslöffel dafür zu viel ist, aber ja, das ist nicht so ganz das, was es werden sollte an der Stelle. Also wenn Sharon das hier sieht, weiß sie nächstes Mal, dass sie mich nicht alleine machen. Aber na gut, ey.
Dann habe ich das wenigstens auch benutzt. Hallo? Wieso auch? Meine Finger kleben wahrscheinlich mehr als die Muffins. Oder soll das so sein? Ich glaube, das würde nicht so durchsichtig werden, wäre das jetzt so eine Masse wie am Anfang. Oh mein Gott, ich hätte einfach das Wasser da draus lassen sollen. Ich hätte es einfach so machen sollen, wie es auf der Packung steht und nicht wie mein Kopf. Ey, wirklich. So, hier haben wir so ein bisschen Konfetti. Yay! Das sieht scheiße. Das Konfetti ist kacke. Ja, muss so. Passt jetzt so. Wisst ihr, das sind die hässlichsten Muffins der Weltgeschichte. Das ist ja anders. Also die hier hinten sehen überhaupt nicht appetitlich aus. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt einen Muffin, der nicht so... Nein! Der nicht so vollgestreuselt ist. Ja, ich habe ungefähr 40 Minuten lang meine Kamera vollgelabert. Jetzt sollte es abgekühlt sein. Ja, ich glaube aber, die anderen sind so ein bisschen in der Glasur. Ich kann keine... Wieso kann ich dieses Wort nicht aussprechen? Ertränkt und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier rausbekommen soll, weil ich glaube, ich hätte es einfach so machen sollen, wie es draufsteht. Taste-Test. Also schmecken gut, aber sie sind klebrig. Wer hätte denn damit gerechnet, wenn diese Glasur überall hingeflossen ist? Was meistens sowas ist. Ich mache dann sowas und dann... Die Muffins an sich waren bestimmt richtig gut. Und ich habe es einfach verkackt wegen der Glasur. Und deswegen brauche ich Sharon. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. In die Kommentare könnt ihr mir gerne irgendwas dazu schreiben von den ganzen Müll, den ich gelabert habe. Und ja, ansonsten, ihr könnt mir sowieso gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Bei Videos die Woche, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr nicht genug von mir bekommen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung alle Social Media Links. Da könnt ihr gerne raufgehen. Updates findet ihr immer auf Instagram. Wir sehen uns am Samstag wieder zu meinem Monthly Reset, hoffentlich. Und bis dahin. Tschüss. I don't see ya. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun.